Mit 16 hatte ich eine Krise. Es ist mir sehr schlecht gegangen. Ich hatte starke Asthmaanfälle und habe Medikamente bekommen. Und diese Medikamente hatten eine starke Wirkung auf mich. Und zwar so, dass ich eines Tages ist mein System zusammengebrochen. Ich musste ins Spital müssen und im Spital haben sie mir dann noch mehr Medikamente gegeben. Und entweder war das eine Überdosis von Beruhigungsmitteln oder es war ein Schock von einer allergischen Reaktion. Ich weiss nicht genau, was dazu geführt hat, aber ich habe aufgehört zu schnaufen. Ich habe blaue Lippen bekommen. Ich bin regungslos im Bett gelegen und Gottlob war meine Mutter im Raum und hat das bemerkt. Da hat sie Alarm geschlagen und dann bin ich offenbar reanimiert worden. Das ist, was von außen passiert ist. Ich selber habe das ganz anders erlebt. Also ich habe erlebt, zuerst habe ich also wie Sachen gesehen, die nicht im Raum hinein sind und bin relativ schnell dann aus dem Körper rausgekommen und bin auch relativ schnell aufwärts gekommen. Ich mag mich nicht erinnern, dass ich mich umgedreht habe und geschaut habe. Ich bin zuerst wie ich habe das Gefühl, ich hätte mich bewegt. Also es war eine Bewegung aus dem Körper raus und dann ist es ein Schweben geworden. Und an dem Punkt war es schon sehr, sehr hell gewesen und ich habe mich als ein Stück Licht erlebt. Und das Licht ist so etwas von Anziehendes und es ist wie ein Magnet, wo mich hineingezogen hat. Und ich habe das Bild noch vor mir, dass das Licht, also ich bin einfach Teil von dem Licht geworden. Ich bin wie das Licht hineingeschmolzen oder geflossen oder wie man dem sagen will. Und das ist wirklich das Schönste gewesen, was ich je erlebt habe. Das ist wirklich heimgekommen sein, angekommen sein, daheim sein, aufgehoben sein. Und wie lange das gedauert hat, kann ich nicht sagen. Das kann Sekunden sein oder Stunden, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ich konnte nicht dort bleiben. Auch wenn ich noch ich hätte wollen. Also wenn ich hätte wählen können, dann wäre ich dort geblieben. Aber ich habe dann gemerkt, wie man mich, es war wie es in den Körper zurückzwingen gewesen. Ich musste in den Körper zurück. Müssen. So habe ich das erlebt. Und das war von dieser Weite her extrem schwierig gewesen, wieder in diesem Körper einen Platz zu finden. Es ist wie ein Kleid, das einfach viel zu eng ist. Wo man fast nicht schnaufen kann. Und das war sehr schmerzhaft gewesen. Das habe ich halt sehr schmerzhaft erlebt. Wieder müssen, in den Körper zurückzukommen. Ich habe 17 Jahre später in Kalifornien habe ich den Herrn Ken Ring kennengelernt und er macht Studien über das Thema. Und er redet im Auditorium über Veränderung, Persönlichkeitsveränderung in der Nähe vom Tod. Und ich habe bis an dem Punkt Psychologie studiert, Psychopathologie studiert, alles zu Hause finden, was mit mir los ist. Und es hat alles irgendwie Sinn gemacht, aber auch nicht. Und wo er geredet hat, das ist für mich extreme Freude gewesen, das zu hören. Und er hat das in positive Worte können ausdrücken und hat einen Haufen Beispiele gebracht von Menschen, die das beschrieben haben. Und plötzlich bin ich da gesessen und dachte, ich bin nicht die Einzige. Andere haben das auch gehabt und da gibt es Worte dafür. Und das ist für mich also wie ein positiver Durchbruch an dem Punkt. Ich bin dann auf die Bühne rauf zu und ich habe fast über den Haufen gerannt und gesagt, I've got to talk to you. Ich muss mit ihnen reden. Und dort habe ich es dann angefangen aufzuschreiben und das war wie ein Dammbruch gewesen. Das waren 17 Jahre von etwas, das ich zurückgehalten habe, zurückgehalten habe, wo dann plötzlich einen Ausdruck gefunden hat.